Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten House of Ashes Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Episode. Gestern war ja ein Tag Pause gewesen. Ich musste mir überlegen, ob ich gestern das Ganze hochlade oder nicht. Aber wir haben eh nicht mehr so viel Folgen Zeit. Deswegen werden wir das Ganze jeden zweiten Tag weiterhin bringen. Aber ich habe eine richtig geile Neuigkeit für euch. Und zwar kam ja gestern das neue Call of Duty raus. Und da gibt es eine Kampagne, die circa 5 Stunden geht. Und das können wir perfekt als Überbrückungsspiel bis zum neuen GTA spielen. Also das wird wahrscheinlich auch ab heute kommen. Vielleicht kam das Ganze schon online. Vielleicht kommt es aber auch erst heute um 18 Uhr online. Deshalb checkt das gerne aus. Die Call of Duty Kampagne. Ich bin leider ein bisschen krank geworden. Ich weiß nicht woher, Digga. Ich war vor einem Monat krank bei FIFA. Du liest, bin ich wieder krank geworden. Aber ja, war wahrscheinlich die letzten Tage einfach ein bisschen zu viel, wenig Schlaf und sowas. Aber das wird schon alles werden, Freunde. Und ich habe mir eure Kommentare durchgelesen und viele haben gesagt, ich soll auf jeden Fall am Ende, wenn wir das Spiel durch haben, mir alle verschiedenen Enden angucken, wenn der gestorben ist, wenn das passiert wäre. Da können wir auf jeden Fall mal so ein Video raussuchen, Freunde. Und das dann nach dem großen Finale reinziehen. Lasst mir immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter. Wir waren jetzt hier gerade auf der Flucht zur Lagerhalle, weil die ganzen Monster jetzt gekommen sind und sind alle zu viert vereint. Und jetzt gucken wir mal, was passiert mit Freunde. Let's go. Da sind wir. Oh nein, Digga. Nicht, dass das Licht jetzt ausgeht. Hör auf. Wir brauchen den Generator. Ohne ihn sind wir blind. Und die Viecher können auch noch sehen. Von den Dingern darf keins hier durch. Oh, wenn das Ding zugeht, dann ist tschüss. Oh mein Gott. Die sind doch schon drin. Hier kommt niemand mehr rein. Egal, was auf der Einladung steht. Ja genau, macht einfach sowas rein. Dann können die doch nicht rein. Die können doch nicht das Holzding kaputt machen. Haltet das Tor, ich werfe den Generator an. Alter. Gleich steht der eine auch noch auf einmal auf neben ihr. Oh mein Gott, wie viele? Das fehlt uns noch. Wie viele? Digga, eins. Oh mein Gott. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Ach du Scheiße. Nein, bitte nicht bewegen. Hör auf. Obwohl, das sieht krank aus. Das Bild sah gerade krank aus. Digga, das sah aus wie Darth Vader. Was geht ab? Was ist los, Eric? Ach so, wir wechseln jetzt die Charaktere. Wir müssen jetzt echt aufpassen, was wir machen, Freunde. Wirklich unbedingt hier rein. Als ob das Ding kaputt geht. Wir brauchen den Generator sofort. Sonst sind wir am Arsch. Digga, ich würde durchstehen. Chef, alles dunkel, Mann. Wir werden... Die wollen hier rein. Sie wird nicht halten. Oh, Scheiße. Was machen wir, Mann? Ich hoffe, wir müssen nicht... Oh, mein Gott. Oh, mein... Halt der Ring. Das ist unser Haus. Halt das Scheiße. Wir bestimmen. Nein, 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 halt deine Lampe dran, halt deine Lampe, halt die Lampe dran, Bruder. Der muss die Lampe da dran halten, was macht der da? Wir brauchen eine UV-Lampe, wir brauchen Solarium, Bruder. Mach Sonnenstudio unten auf. Oh, Scheiße. Sie brechen durch. Die Dinger sind schlimmer als Ratten. Was geht jetzt ab, Digga? Wechselt das wieder. Rachel, Junge, was ist das für Wechsel hier, Alter? Einfach Matrix. Müssen irgendwie den Generator zum Laufen. Oh mein Gott, Digga. Junge, wo kam das denn her? Auf einmal muss ich Viereck drücken. Wisst ihr, wie schwer das gerade war? Wie schnell? Letzte Sekunde. Du wertloser Haufen Schrott. Oh mein Gott. Junge. Wie schnell wir drücken müssen, Mann. Manchmal hilft Oldschool einfach drauftreten. Was jetzt? Alter. Es ist Zeit für den Rückzug. Jemand was dagegen? Digga. Was wollt ihr denn jetzt hier machen? Wollt ihr euch verstecken oder was? Ich würde so durchdrehen, Alter. Ich würde so durchdrehen. Sie brechen durch die Grenze. Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit. Komm schon, komm oh schon. Oh mein Gott, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Warte. Ja. Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Da geht's nicht raus! Checkst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier! Alle Mann, los zum Astor! Ich hab voll Angst, wenn ich mich entscheide. Oh mein Gott, Bruder, Alter! Bruder, wie... Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Zurückziehen, feuern! Zurückziehen, Digga! Lauf, lauf, lauf! Lauf, du Vollidiot! Lauf! Du Vollidiot, renn doch, Mann! Ey, wie kann man so dumm sein?
Oh mein Gott, oh mein Gott. Sehr gut, sehr gut. Lass die alle brennen. Renn doch, du Vollidiot, renn! Oh, jetzt wieder Nick, Alter. Ich habe Angst wegen diesen Entscheidungen. Und das ist so spannend gerade, Leute. Ehrlich, so spannend. Verdammte Scheiße. Jetzt wären wir schon im Finale gerade. Oh, oh. Wir müssen aufpassen. Die darf jetzt das... Nicht, dass sie jetzt... Bleibt in der Mitte unsicher. Bleibt an der Wand. Oh, nein, Gott. Nein, ich weiß nicht mehr. Was haben wir gemacht, Freunde? Bleibt in der Mitte. Die Mitte, bleibt in der Mitte. Digga, ich habe keine Ahnung, dass ich wusste das nicht mehr, Freunde. Jetzt stirbt jemand. Ich habe was falsch gemacht. Nein, nein, bitte nicht. Die läuft ja jetzt durch. Die laufen jetzt beide durch. Beide tot. Doch nicht. Oder? Digga. Ich wusste es nicht mehr. Ich schwör auf alles. Schieß auf die. Schieß, schieß, schieß drauf. Jetzt muss er schießen. Jetzt muss er schießen. Schieß. Oh, oh. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht, Leute. Ich habe mich noch zurückerinnert. Das war sehr, sehr gut. Eric Opferkammer. Ich dachte Opernkammer. Einfach Opa da unten. Oh, mia, Mister. Leise. Glaub, ich höre sie. Man hört gar nichts, Bruder. Die sind alle begraben. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Es geht immer tiefer und tiefer rein. Verdammte Scheiße, Alter. Hello, my name is Rachel. Rachel O'Connor. Junge, 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 Freunde. Das ist echt krank. Das ist echt krank. Oh, oh. Habt ihr gesehen, wer da gerade war? Ey, hör auf, Digga. Hör auf. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Ich würde die runtertun. Jo, jetzt ist er da von hinten. Nur ein Mox. Wag es, Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was aber? Klappe! Ja, dieser Typ gibt mir so auf den Sack. Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Umabiurui! Sie entscheiden, Colonel. Fesselt sie, wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Ich würde trotzdem... In der Situation würde ich nicht sagen, fesselt sie. Ich würde sagen, wir brauchen sie. Wir müssen zusammen. Zusammen müssen wir rauskommen. Sag ich so, wie es ist. Sie. Ist meine Meinung. Sie sind der Feind, Nicky. Beziehung aktualisiert. Eric erklärte den Amerikanern, dass die Salims Hilfe benötigen würden, woraufhin Salim seine Waffe behalten durfte. Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Sehe ich genauso. Ja. Egal. Also, wir können jetzt nicht noch mehr Leute zurücklassen. Das geht doch nicht, Mann. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helft! Denk nicht einmal dran. Fuck, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Shit! Hilf ihnen! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! Einfach, wir gucken ja einen Kinofilm, ne? Der ist, als ob wir so eine Episode gucken würden jeden Abend. Da geht's immer tiefer weiter runter. Ich hoffe, da ist gleich irgendwo so ein Aufgang, Ausgang. Machen wir so einen Aufzug? Ein Aufzug wäre super. Boah, die müssen alle so einen Hunger und Durst haben wahrscheinlich, ne? Wahnsinn. Eric, Opferkammer. Ach du Scheiße, Digga. Ich würde ein ganz übles Gefühl kriegen. Guck mal die Münder von denen an. Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Die Opferkammer. Die Kammer des Schreckens ausgenommen.
Halt's Maul. Halt's Maul. Überlebe den Angriff. Digga, willst du mich verarschen? Hey, wo kommen die denn auf einmal alle her, Mann? Ja, wieso wir das denn jetzt überleben, Alter? Ach, mach die auf Paulichter an. Wir müssen Feuer erzeugen, Feuer. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Hey, wer ist das denn? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Hey, wer ist das, Mann? Das ist der eine, der an der allerersten Folge dabei war, oder? Ist er das nicht? Der eine sah aus wie Alberto. Bisher konnten wir noch nichts mitentscheiden, Leute. Wir müssen mal aufpassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwo gleich kommt. Irgendwas drücken. Oh oh. Alter. Sie hatten recht. Ja. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Arme, Alter. Scheiße. Auch wenn ich den nicht leiden konnte. Wo ist dein scheiß UV-Licht, du Vollidiot? Hol dein Licht oder schieß dir. Oh Gott. Das ist der eine Alberto. Das ist Alberto. Von der allerersten Folge, der überlebt hat. 100%. Ich hab's gewusst, Digga. Das ist der. Kurs aktualisiert. Kurum starb als letzter in den Tempelkarton. Kurum kehrte als einer der Untoten zurück. Ja, genau, das ist der Kurum. Aus der allerersten Folge. Ach du Scheiße, Digga. Oh, oh, greift uns jetzt an. Gewehr, Kruzifiz. Was ist Kruzifiz, Digga? Kruzi! Kruzifiz! Kruzifiz, Digga! Kruzifiz! Meint ihr, das hilft, Bruder? Bitte, vielleicht hilft das! Oh mein Gott! Nick hat Joes Verbrandskasten in den Tunnel gefunden. Nick wurde verletzt. Oh mein Gott, nein! 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 Wir hätten schießen sollen. Ich habe gedacht, vielleicht hilft das jetzt hier. Einfach so ein Kreuz zeigen, ey. Oh nein, Alter. Scheiße. Ja, aber kann ich nicht wissen, Freunde. Es gibt kein richtig oder falsch. Wir handeln nach unseren Instinkten. Salim mit der Retter, Digga. Stell dir mal vor, wir hätten ihn gefesselt. Wir wären jetzt am Arsch, Freunde. Wir wären am Arsch. Aber zum Glück hatte der den Verbandskasten. Oh nein. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh, oh, ja, Bruder, da gibt's den einen Kick. Nein. Ja, was soll man denn... Wie soll man das denn hier machen, Freunde, Digga? Oh mein Gott, Kurs aktualisiert. Nick wurde verletzt, Salim wurde verletzt. Ja, ach, geil, Digga, beide verletzt, Alter. Am Ende sind beide infiziert. Ach, geil, Alter. Scheiße. Was soll... Das bringt nichts bei dem. Alter. Beziehung aktuell. Er leuchtet die Kreatur mit seinem UV an, was Nick das Leben rettete. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott. Rachel, Rachel. Was mache ich, Freunde? Ach du Scheiße. Das kann so schnell. Wir müssen weiter. Los. Wer ist verloren? Nein, wir müssen ihn safe retten, Digga. Ich würde ihn niemals da alleine lassen. Niemals. Niemals würde ich ihn alleine lassen. Niemals würde ich das machen, Digga. So viel Ehre hätte ich noch. Nimm die UV-Lampe. Wichtig. Die muss doch... Ey, warum rennen die nicht einfach zu allen, damit die verbrennen? Sofort! Was eine Heldin diese Frau ist. Oh, wie guckt sie denn da die ganze Zeit? Das wird sie gleich nicht übergeben müssen. Kurs aktualisiert. Eric nutzt die Volllampe. Rachel nutzt die Volllampe, um Eric vor den Kreaturen zu retten. Wichtig, Eric ist gerettet. Digga, ich dachte, der hilft uns hier mit seinem Kruzifix. Alter! Bruder, was geht ab? Oh mein Gott. Bruder, nein.
Vielleicht holt er seinen Longdong raus, Alter. BBC. Oder, Alter, ging der gerade fliegen. Junge, was geht hier ab, Alter? Wir sterben, wir verlieren alle. Ja, geil. Eine Kreatur, Trip Rachel in den Katakomben in die Enge und infizierte sie. Ja, super. Sie ist infiziert worden. Was hätte ich denn machen sollen, Freunde? Rachel ist infiziert, stark. Jawohl. Jawohl, Junge, stark. Mann, Alter. Ja, scheiße. Ja, Eric, anstatt mal deiner Rachel zu helfen, rennst du dir einfach alleine weiter, du Vollidiot, ey. Sie rettet dir das Leben und du lässt sie einfach allein zurück. Oh nein, Digga. Oh nein. Wo will der hin? Es ist vorbei. Er kann nichts machen. Was geht einem in so einem Moment durch den Kopf, würde ich gerne mal wissen. Was geht einem in so einem Moment vor? Oh oh. Ja, Bruder, ich wüsste nicht, was ich jetzt gerade in dem Moment machen würde. Oh mein Gott, Digga, das ist krank, wirklich, das ist krank, das ist gestört, Alter. Und du kriegst noch alles mit, du hast voll die Schmerzen und sowas. Gestört, ehrlich gestört. Wir wissen nicht, was mit Nick ist, wir wissen, dass Rachel infiziert ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Krank, Digga, ehrlich. Was geht hier ab? Das ist unnormal spannend, ne? Das ist unnormal spannend. Ja. Oh Gott, der ist auch noch infiziert, Alter. Leg dich nie mit einem Marine an. Naja. Leg dich nie mit einem Marine an. 21, Katakomben. Wo ist Sully mit seinem Gerät da, ey? Wer ist das? Stellen, auflauern. Boah, Digga, ich wüsste mehr, ich würde mich stellen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Ach, der ist das. Der Scheiß hier geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Ich wollte dir nichts Böses, Rebellisch. Ihr habt den Krieg angefangen. Ich würde jetzt nicht in der Situation versuchen zu streiten. Ich würde sagen, ich wollte dir nichts Böses. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was. Ich bin der mit der Knarre. Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dito. Da hat er gerade gesagt, Dito? Boah, wir könnten wenigstens Verbündete sein. Wir kämpfen gemeinsam. Wir kämpfen gemeinsam. Ich würde jetzt sagen, wir kämpfen gemeinsam. Wir machen das. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Genau. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Kurs aktualisiert. Salim entkam den Amerikanern und fand wieder zu Dar. Jason und Salim freundeten sich in den Katakomben an. Auf einmal beste Freunde geworden. Wie spannend das ist. Als ob ich einfach so eine Netflix-Serie gucke, ne? Finde deine Verbündeten, bleib auf der Hut. Vor Gefahren, durchsuche die Ruinen. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Warte mal, geht's hier weiter? Und wie viele Wege gibt's denn hier, Mann? Wo soll ich denn wissen, wie es hier lang geht, Mann? Inmitten. Oh mein Gott, Digga. Ah, oh, ich hab irgendwas am Nacken, Alter. Warte mal, wir müssen mal gucken hier erstmal, Junge. Überall alles zu. Aber ich frage mich, wo kommen diese ganzen Lichter her, Alter? Ist das der Generator, der komplett für unten da ist? Untersuchen? Untersuche es einfach mal. Nicht öffnen, sieht nur gucken. Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Nein, 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 ich will erstmal zurück. Ey, da war doch noch ein Weg, Mann. Oh, das hätten die ruhig mal besser machen können, dass man weiß, okay, der will da jetzt... Ja, super, Digga. Jetzt haben wir das da rechts nicht sehen können, was da war. Tut mir leid, Leute. Los! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die da direkt...
Super. Alles Wahnsinn. Okay? Haben die richtig schlau gemacht. Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Wie viel Pech muss man bitte haben, ey? Oh Gott. Oh Gott, jetzt ist er alleine wieder da. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Boah, ich könnte gar nicht mit diesem Gewissen da leben, als sei ich so, wie es ist. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Wechseln das Thema. Düster, das sind Vampire. Das sind Vampire. Unmöglich. Twilight, Bruder. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Vielleicht kommt irgend so eine Finger, Alter. Boah, wenn das runterfällt, der ist direkt durch, ne? Oh, Chef, jetzt von hinten kommt was. Oh, oh, tak, 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 tak. Wichtig, Junge, wichtig. Hier können die Dinger safe Danke. Nicht durch. Aber wie kommen wir wieder raus? Eieieiei. Eigenschaften aktualisiert. Mutti, stur, pflichtbewusst, erwachsen. Okay, jetzt haben wir leider aber vorhin das eine verpasst, Freunde. Oh, wir haben eine Vorahnung. Junge, einfach hier an der Wand so. Was geht denn jetzt da ab? Der hat auf jeden Fall irgendwas geworfen, der Salim. Wer war da? Neben wem war das? Das war der Kollege. Das war der gute Alte, der mit dem wir gerade unterwegs sind. Der hat auf jeden Fall irgendeinen Speer geworfen. Müssen wir uns merken. Einen Speer geworfen. Merkt euch das, Freunde. Mit seinem komischen Feuerzeug da, Alter. Die hätten direkt mehr dieses mit diesem UV-Licht machen müssen. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Zu meinen Kindern gehen. Meinen Sohn umarmen. Mhm. Und du? Safe. Unleserlich, 31er, ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war und sagte ihr, wie leid mir alles tut. Unleserlich. Diesen gottverdammten Ort gereist zu wahren. Dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als unerlässlich das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie unerlässlich. Unerlässlich sie mich beschwören, diesen Ort wieder zu begraben. Geheimnis gefunden. 21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Kokons? Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Es sprang mich an. Und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Ach, geil. Na gut. Nicht so geil. Nicht so geil. Ja, die gehen immer weiter runter, anstatt immer weiter hochzugehen, ne? Du bist eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Saddam Hussein? Wir hatten keine Wahl. Hört mal zu. Ich dachte, die reden noch ein bisschen. Untersuchen. Er ist schon wieder irgendwas mit so einer Nummer, Digga, Alter. Das ist U79, Alter, ja. R32. Diese Tontafel zeigt einen Priester, der mit einem Messer in der Hand ein Ritual durchführt. Auf ihr klebt ein Schildchen mit einer Nummer. Okay. Oh Gott, ja, Ritual, Alter, was geht hier ab? Er meint, hier so einen Ort gibt es wirklich, der noch nicht entdeckt worden ist, der so aussieht wie hier, Leute? Glaubt ihr das? Ich glaube, safe daran. So mit Mumien, also nicht Mumien, also du wisst, was ich meine, diese Dein Freund Nick. Alte Zeit. Ich mag ihn. Er war nett zu mir. Glück gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Am Ende wollen wir alle überleben und deswegen muss man zusammenarbeiten bei sowas. Sag ich euch so, wie es ist, Leute. Es macht keinen Sinn, in so einer Situation nicht zusammenzuarbeiten.
Weil ihr wollt ja alle am Ende überleben oder wollt ihr euch gegenseitig alle umbringen? Das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen. Vollkommen verständlich. Und richtig, dass man zusammenarbeitet. Oh oh. Los. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Respektvoll, ich habe kein Problem mit dir. Geringschätzt, ich glaube das eben. Respektvoll natürlich. Safe. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Wie dumm kann man sein, jetzt darüber zu diskutieren? Redet doch lieber, wie man rauskommt, anstatt jetzt zu reden, wer hier wen die Schuld zuzuweisen hat. Sag mir nicht, es kommt wieder irgendein Monster von der Höhle raus. Es kommt da wieder. Ach, es war so klar, Digga. Da kommt wieder eine Hand hoch. Ich fass es nicht, Digga. Das ist genau der Ort, wo wir damals in der allerersten Folge waren. Wisst ihr noch? Super, jetzt haben wir kein UV-Licht. Was jetzt? Oha. Komm, Salim, du hast dein Ding. Stech ihn ab. Oh oh. Komm, Salim, hol dein Rohr raus. Ja, genau das. Ah, ekelhaft. Tack, 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 tack. Vier, vier. Oh mein Gott. Digga, Vorsicht, Vorsicht. Der Salim ist richtiger Vampirjäger, richtiger Daywalker, Alter. Salim ist in Wirklichkeit Blade, Leute, in früheren Zeiten. Einfach Blade, Bruder. Gleich zieht er Sonnenbrille an, dann kommt der Beat. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Was zur Hölle, Alter. Was hier abgeht, das ist echt der Wahnsinn, Leute. Das ist echt der Wahnsinn. Oh, wie das sieht gerade echt aus. Ich schwör auf alles. Wenn ich jetzt hier gerade so stehe und das sehe, das sieht einfach aus wie echt, ne? Das ist gestört, Alter. Also das Spiel hat an manchen Momenten so eine kranke Grafik. Muss man einfach mal sagen, Leute. Da kann man nichts gegen sagen. Es freut mich umso mehr, dass in Zukunft immer mehr und mehr die Grafik besser und besser wird. Okay, am Ende fahre ich da rein. Ja, komm, geht er da durch? Erstmal gucken, bevor ich da wieder die Tür durchgehe. Ich wollte ja vorhin eigentlich gar nicht da durchgehen, Freunde. Aber der hat mir das dann angezeigt. Ich habe gedacht, die gucken erstmal da. Weil es wäre gut zu wissen, wenn da so ein Zeichen wäre. Oder vielleicht ist es auch, ich habe es nicht gesehen, dass man weiß, ah, okay, an der Stelle, dann kannst du nicht mehr zurück. Das ist der einzige Weg, als Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? Was lacht er so? Na, krank, Alter. Ist halt wohl eine Krankenstation. Oh, oh, das ist das, was wir gelesen haben. Nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Und ja, Freunde, genau an dieser Stelle machen wir übermorgen bei der nächsten Folge weiter, meine Damen und Herren. Ich muss gucken, ob ich heute oder morgen das neue CD hochladen werde. Mir geht es gerade nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich die Folge gleich aufnehmen soll oder lieber gucken soll heute, wie es mir geht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, Ernesto Valverdos verabschiedet sich euch allen eine gute Nacht. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.